Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zurück bei The Long Dark. Wir sind letzte Folge leider gescheitert an unserer Challenge. Aber wir machen das einfach hier nochmal. Wir fangen im Prinzip genau da an, wo wir das letzte Mal auch angefangen hatten. Ich habe den Speicherstand hier mir reingeholt, mit dem ich jetzt weitermachen möchte, den ich gesichert hatte. Ich mache natürlich wieder denselben Fehler und schlafe im kalten Flugzeug. Egal, geht jetzt nicht anders. Wir trinken jetzt eine Tasse Kaffee, damit wir nicht so schnell müde werden. Und dann machen wir uns auf den Weg zurück nach unten. Also, ich kann hier leider nicht rennen und somit die Zeit beschleunigen. Wir müssen einfach mal sehen, dass wir das alles so schaffen. Hoffentlich bin ich in der Lage, den Weg schneller zu finden. Nicht so wie das letzte Mal, da bin ich ja doch ein bisschen rumgeirrt. Nach dem zweiten Kletterseil. Vom Wetter her wird sich hier nicht so viel geändert haben. Aber damit müssen wir einfach leben. Ich würde gleich mal gucken, dass unsere Signalpistole geladen ist. Ja, ist sie. Diesmal haben wir das bedacht. Aber gut, das letzte Mal war sie auch geladen. Man muss nur nach jedem Schuss sie wieder nachladen. Und das habe ich vergessen gehabt. Und damit konnte der Bär uns problemlos zerschreddern. Müssen wir diesmal aufpassen, dass uns das nicht nochmal passiert. Okay, hier geht es auf jeden Fall runter. Ich würde auch versuchen, mal sehen, wie es uns hier am Ende des Kletterseils dann geht, dass wir auch das nächste gleich noch im Anschluss dranhängen können. Oder ob wir dann nochmal Pause einlegen müssen. Also eigentlich können wir uns Pausen nicht leisten, wenn ich sehe, wie wenig Zeit uns nur noch bleibt. So, jetzt bin ich hier unten. Es geht. Wir haben noch nicht gesagt bekommen, dass wir müde wären. Okay, das sieht dann insofern erstmal gut aus, dass ich dieses andere Kletterseil gleich unmittelbar dran anschließen würde, ohne dass ich nochmal Pause in der Höhle mache. Ich glaube, es hat diesmal geholfen, den Kaffee zu trinken. Das hatte ich das letzte Mal ja vergessen. Also das sind dann bei dieser Challenge so die kleinen Sachen, auf die man achten muss. Insgesamt geht's uns so lala. Könnte natürlich besser sein, aber sofern wir das ein bisschen im Blick behalten, dürfte das kein Problem sein. Wie gesagt, wir können jetzt hier die kurzen Strecken nicht sprinten, weil wir die Ausdauer brauchen, um die Kletterseile bewältigen zu können. Sonst würde ich das Ganze hier ein bisschen schneller machen. So, dort sind wir gleich im nächsten Seil. Wie gesagt, ich würde das jetzt sofort nutzen, ohne Pause dazwischen nochmal. Das müsste zu schaffen sein. So, und dann hatten wir das letzte Mal so gemacht, dass wir uns bei dem Wasserfall einfach nach unten gemogelt hatten, sozusagen. Das ging ganz gut. Wir haben uns keine Knochen gebrochen. Da würde ich das gleich auch nochmal so machen. Brauche ich nicht lange rumirren, sondern das finde ich dann hoffentlich sofort. Von mir aus ist halt die Frage, wo war der Wasserfall?
Da unten, glaube ich. Oder war der in die Richtung? Schon wieder bin ich etwas verwirrt. Also da ist der Wasserfall. Wir müssen hier in die Richtung und uns dann da vorbeischleichen. Also das müsste dann hier runter zu auch nochmal ein Wasserfall sein. Und davon hatten wir uns dann das jetzt mal rechts den Hang hinunter ja, gekämpft, geschlagen. Ist so natürlich nicht ideal. Aber ich wüsste sonst auch keinen anderen Weg, wirklich hier nach unten zu kommen. Deswegen machen wir das so, wie das letzte Mal. Also wir waren dann hier, glaube ich, so dazwischen. Und haben uns dann hier so auf der Seite nach unten gehangelt. So, ganz vorsichtig. Ich sehe jetzt natürlich wieder weniger als das letzte Mal, als wir hier waren. Weil jetzt natürlich, da wir die Pause in der Höhle übersprungen haben, haben wir jetzt natürlich diesen Schneesturm, gerade wenn wir hier nach unten wollen. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Okay. Gut, den Teil erstmal wieder geschafft. Und jetzt, also hier kam der Berg, glaube ich, noch nicht. Das war dann erst, nachdem wir das nächste Kletterseil noch nach unten geklettert sind. Würde ich sagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es wäre mir natürlich lieber, wenn Tag wäre und man ein bisschen mehr sehen könnte. Kalt ist uns auch und dadurch verlieren wir natürlich kontinuierlich Trefferpunkte. Ich muss hin und wieder mal ein bisschen leise sein und horchen. Nicht, dass uns hier doch noch ein Tier überrascht. Oh, jetzt haben wir eine Unterkühlung bekommen. Das ist natürlich auch ungünstig jetzt. Es gibt hier allerdings auch nicht mehr wirklich die Möglichkeit, sich irgendwo aufzuwärmen. Müde sind wir auch, aber wir müssen ja eigentlich runter. Ich guck mal, ob ich nochmal Kaffee trinken kann. Und dann... Nee, okay. Ich komme ja also gar nicht nach unten, weil zu müde, zu schwer. Die Frage ist, kann ich mich hier irgendwie hinsetzen und mir ein Feuerchen machen vielleicht? Ich habe kein Benzin. Oh Gott. Ich habe kein Benzin. Wie soll ich denn jetzt hier runterkommen? Kann ich mich hier im Kalten schlafen legen? Das ist ja auch irgendwie doof. Also, es sind minus 15 Grad. Ich krieg plus 4 Grad plus. Also das nützt mir rein gar nichts. Okay, also wir haben hier ein kleines Problem. Wie kriege ich denn jetzt
Kriege ich denn jetzt Benzin her? Fuel, aber ich habe doch hier Accelerant. Warum kann ich da kein Feuer machen? Und einen Firestarter haben wir auch. Ich habe doch eigentlich alles da, hätte ich gedacht, um ein Feuer zu machen. Need Fuel. Okay. Ja, dann haben wir ein kleines Problem. Ich komme ja nicht weg. Ich glaube auch nicht, dass ich hier mich am Hang diesmal langhangeln könnte. Das ist natürlich alles andere als ideal. Was mache ich denn jetzt? Eigentlich ist es schon verkackt dann. Es ist dann eigentlich effektiv verkackt, weil ich hier nichts machen kann. Möglichkeit wäre vielleicht mit einer Stimmspritze. Das könnte ich noch versuchen. Ob das geht. Wenn das nicht geht, dann müsste ich wahrscheinlich auch noch mal neu laden. Stimmspritze. Wo haben wir sie? Also das können wir wegtun. Equip. Okay, dann komme ich hier runter. Das würde funktionieren. Das löst aber nicht unser allgemeines Problem, was wir hier immer noch haben. Okay, ich würde jetzt mal versuchen, hier am Rand lang zu gehen, in der Hoffnung, dass hier keine Bären sind, keine Wölfe. Und wir dann hoffentlich doch noch mal in die Mountaineer Hut kommen. Problemlos. Das wäre noch mal meine einzige Anlaufstelle, die ich habe. Uns geht's wirklich nicht gut. Jetzt haben wir auch Gegenwind, jetzt kann ich tatsächlich nicht laufen. Und wenn ich es tue, dann nur sehr langsam. Und wir verlieren kontinuierlich Leben. Entweder das wird ganz knapp oder wir schaffen es nicht. Eins von beiden. So, ich laufe, glaube ich, den größtmöglichen Umweg, den man laufen kann. Ich bin so überladen, dass ich auch nicht mehr rennen kann. Komme überhaupt nicht vorwärts, weil wir jetzt natürlich auch Gegenwind bekommen. Also heute ist es ein bisschen, da läuft gar nichts. Da ist alles gegen uns, wie mir scheint. Gegenwind, müde, Temperaturunterkühlung. Uns fehlt tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht, dass man hier in diesem Schwierigkeitsgrad auch noch Ressourcen, dass einem da Ressourcen fehlen können. Ja, also ich glaube, das wird nichts. Das kann ich dann wohl gleich nochmal laden. Wir hören schon unseren Herzschlag, das heißt, wir sind dann gleich tot. Denn das werde ich jetzt nicht mehr schaffen bis zur Mountaineer Hut.
da ist was gehörig da schiefgegangen. Ohne dass ich jetzt genau wüsste, warum, weil wir waren eigentlich immer gut ausgerüstet bis zum Gipfel. Und plötzlich haben wir hier so große Probleme. Vielleicht hätte man dazwischen keine Aufnahmepause machen sollen. Dann hätte ich auch einen Überblick gehabt, was wir vielleicht noch brauchen und was nicht. Ja, ich kann hier noch ein bisschen blind durch die Gegend stolpern. Aber das wird es natürlich gleich wieder gewesen sein. Ja, jetzt kriegt es auch noch Hunger, aber das ist egal. Wir sind sowieso erfroren und was hast du nicht gesehen? Gut, naja, dann ist es halt so. Dann, ja, versuchen wir es in der nächsten Folge nochmal. Und dann gucke ich beim Start mal ein bisschen genauer mich nochmal im Flugzeug vielleicht um. Mach nochmal ein paar Sachen anders, dass wir das dann hoffentlich endlich mal schaffen. Also das ist ja jetzt scheint schon schwierig zu sein, aus Timberwolfmann rauszukommen. Dabei lief es doch so gut bis hierher, oder? Naja, gut. Nützt nichts. Nächste Folge versuchen wir es einfach nochmal. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.